Neuberger RPM 370-1 Röhrenprüf-Mess- und Regenerationsgerät. Dieses Video beschreibt die Funktionen und den Aufbau, besonders für statische Röhrenprüfungen. Die komplette Anleitung sowie ca. 1300 Messkarten sind in der Beschreibung verlinkt. Im oberen Bereich finden sich unter anderem die wichtigsten Sockel, unter anderem den achtpoligen Außenkontaktsockel, zum Beispiel für die AD1, AL4, den fünfpoligen Außenkontaktsockel, unter anderem für die AB1, Entschuldigung, AB2, sowie VY1 und 2, den Stahlröhrensockel, unter anderem für die EE14, ECH11 und EL156, den Binnoten- und Hexodensockel, unter anderem für die AN4126 bzw. ACH1, den USB der 30er Jahre, sprich den Europasockel, für 3-, 4- und 5-polige Röhren. Weshalb USB der 30er Jahre? Weil man die Röhre 3-, 4- oder 5-mal drehen muss, bis sie passt. Der etwas seltenere 9-polige Loctalsockel, unter anderem für die EL60 und EFF51. Patronenröhren, unter anderem für die RV12 P2000. Der Rimlocksockel, unter anderem für die ECH 42, EZ 40, ECC 40, natürlich den Nowaldsockel für die ECC 83, EL 84, den siebenpoligen Miniatursockel unter anderem für die EL 90, EC 90, den Magnowaldsockel unter anderem für Leistungsröhren aus der Fernsehtechnik, wie zum Beispiel die PL 500, 504, 508, 519, den Oktalsockel EL 34 sowie den Rimlock, Entschuldigung, den Loctalsockel unter anderem für die EF 51, EM 71 und 72. Über den Hauptverteiler kann ich sagen, welche Spannung auf welchen Stift der Röhre geht. Ich habe insgesamt vier Spannungen, also vier Gitterspannungen und eine Anodenspannung, zwei negative Gitterspannungen und zwei positive Gitterspannungen. Über Kurzschlussstecker kann ich ein Messgerät in jede einzelne Spannung einschleifen und ich kann sagen, welche Spannung geht zu welchem Stift in der Röhre. Weiterhin kann ich konfigurieren, welchen Messbereich ich im Messgerät habe, sowie welche interne Funktion ich ausführen möchte. Ich habe die Möglichkeit, wie gesagt, zum statischen Röhrentest, zur Leistungsprüfung oder zur Regeneration einer Röhre. Das ist das Hauptmessgerät. Ich kann unter anderem auch Kondensatoren und Widerstände bestimmen, wobei diese Bestimmung nur angenähert ist. Also das ist kein hundertprozentiger Wert, aber ein Plus-Minus-Wert, mit dem man in der Praxis meistens arbeiten kann. Ich habe die Einschaltkontrolle, die Prüfkontrolle, das Messgerät für die Heizspannung. Die Heizspannung kann ich einstellen zwischen 0 bis 200 Volt. Ich habe ein Messgerät für beide negative Gitterspannungen. Die Gitterspannung kann ich einstellen zwischen 0 und minus 100 Volt. Ich habe zwei positive Spannungen, die ich einstellen kann zwischen 0 und 500 Volt, sowie eine Anodenspannung ebenfalls von 0 bis 500 Volt. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, einen Vakuum- und Kathodentest zu machen. Zu denen kommen wir später. Wenn ich jetzt eine Röhre testen möchte, benötige ich eigentlich nur ein Datenblatt. In diesem Datenblatt ist meistens festgelegt, welche Funktion auf welchem Stift im Sockel liegt, sowie meistens aussagefähige Diagramme, wie die Kennlinie verläuft und wo sich idealerweise der Arbeitspunkt der Röhre befindet. Mit den Daten kann ich mir meine Messkarte selbst erstellen. Als Beispiel gesagt, jetzt mal die 6L6. Dort sehe ich, dass die Heizspannung auf den Stiften 2 und 7 verläuft. Die
Positive Heizspannung lege ich auf Stift 2. Die negative Heizspannung lege ich auf Stift Nummer 7, also zu 7, zu 2. Die Kathode ist auf Stift 8. Die Kathode selbst verbindet röhrenintern auch das Bremsgitter, so das Gitter 3. Das muss ich nicht extra beschalten. Das erste Steuergitter ist auf Stift Nummer 5. Dafür nehme ich die Spannung U1. Das ist meine erste negative Spannung. Und die lege ich, wie gesagt, auf Stift Nummer 5. U1 und legt auf Stift 5. Dasselbe auch bei dem zweiten, dem Raumladegitter. Das liegt auf Stift 4. Dafür brauche ich meine erste negative Spannung. Entschuldigung, positive Spannung. Nämlich U3. Und die lege ich, wie gesagt, auf Stift Nummer 4. Dann brauche ich die Anode. Die ist auf Stift Nummer 3. Jetzt muss ich das Messgerät konfigurieren, in welchem Strombereich ich messen möchte. Ich habe mir einen Bereich rausgesucht, und zwar der Hersteller sagt, in diesem Fall General Electrics, dass die Röhre als Triode betrieben wird und die Anode mit dem Raumladegitter verbunden wird. Bei einer negativen Spannung des Gitters bei ungefähr 14 Volt sollte ich einen Anodenstrom von ungefähr 70 mA haben. Deshalb konfiguriere ich das Messgerät auf den Bereich 120 mA. Und muss jetzt noch sagen, was ich messen möchte. In diesem Fall statischen Röhrentest. Das ist der Modus V. X zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder das Handbuch. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Röhre. Es hat sich der Praxis als hilfreich erwiesen, die Kontrollen immer auf Null zu stellen, bevor man einschaltet, um zu verhindern, dass es der Verstärkerröhre eine Blitzröhre wird. Ich habe meine Einschaltkontrolle. Der Standardtest ist der Fadentest. Die Klimmlampe leuchtet, das heißt, der Faden ist ganz. Wenn ich die Röhre jetzt rausziehe, erlischt die Klimmlampe bei Fadenbruch. So. Jetzt stellen wir die Spannungen ein. Ich brauche 6,3 Volt Heizspannung. Ich brauche minus 14 Volt Steuergitter. Ich brauche für das Raumladegitter 250 Volt. Stimmt. Und ich brauche für die Anode 250 Volt. Stimmt auch ungefähr. So, dann kann man jetzt prüfen. Der Prüfschalter steht auf Fadenprüfung. Die Klimmlampe brennt, also sprich der Faden ist heil. Jetzt kann ich umschalten auf Kurzschlussprüfung zur Kathode, zu Gitter 1, zu Gitter 2, zu Gitter 3, Gitter 4 gibt es in diesem Fall nicht, zur Anode und jetzt zur Prüfung. Ich muss jetzt die Spannungen wieder leicht korrigieren, da der Neuberger keine Spannungsstabilisatoren hat. Und jetzt kann ich am Messgerät den Anodenstrom ablesen. Das ist in diesem Fall 36. Da ich im 120 mA
Bereich bin, muss ich den Wert mit 2 multiplizieren. Also fließt ungefähr 72 mA Strom. Jetzt kommen wir zur Vakuumprüfung. Der Zeiger bleibt stehen. Das heißt, das Vakuum der Röhre ist sehr gut. Was macht die Vakuumprüfung? Die Vakuumprüfung schließt einen Widerstand, einen hohen Widerstand in das Steuergitter ein. In einer realen, idealen Welt dürfte jetzt kein Strom fließen, weil die Röhre 100% isoliert ist. Das ist in der Praxis aber nicht der Fall. Durch Ionisation im Vakuum fließt ein geringer Strom. Und dieser Strom sorgt für einen Spannungsabfall am Gitter und somit zu einer hohen Änderung des Anodenstroms. In diesem Fall ist die Änderung sehr klein. Der Zeiger bewegt sich nur minimal. Das heißt, die Röhre hat ein sehr gutes Vakuum. Die Kathodenprüfung trennt die Kathode. Und wenn jetzt noch ein Strom fließt, fließt er über die Verbindung der Heizung. Also es gibt einen Kurzschluss zwischen Heizung und Kathode. In diesem Fall ist die Röhre auch völlig in Ordnung. Jetzt können wir noch vergleichen mit der Originalmesskarte. Und die entspricht ungefähr dem, was ich gerade gemessen habe. Also der Kathodenstrom, Entschuldigung, der Anodenstrom soll bei minus 14 Volt ungefähr 72 mA betragen. Wir sind knapp bei 36, also 72 mA.